Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Show Your World. Und die nächste Welt kommt von InexFan120. Und, oh, Wasser. Ich bekomme öfters die Frage gestellt, ob man mir immer noch Welten schicken kann. Ja, ihr könnt jederzeit Welten schicken. Es gibt keine Frist. Es dauert, kann natürlich nur irgendwann sein, dass es ewig dauert, bis ich eure Welt vorstelle. Aber es gibt keine Frist. Ihr könnt mir die Welten immer schicken. Allerdings nicht zweimal. Soweit ist klar. Wartebereich, okay. Ist das hier beim Doktor oder was? Was haben wir denn hier? Büros für Einreise. Aktuelle Einwohnerzahl 0. Okay. Büro von Markus Persson. Schniekes Büro, muss man sagen. Büro von John Shepard. Ist das jetzt eine Anlehnung an Mass Effect oder was? So, was haben wir denn hier? Oh je, da ist hier eine Menge. Hier ist mein Spawnpunkt. Hier hat alles angefangen. Schau dich in Ruhe um. Es gibt viel zu entdecken. Hi Xardas, ich möchte dir meine kleine Welt zeigen. Ja, ich habe die Schilder, glaube ich, in der falschen Reihe gelesen. Viel Spaß. Oh, was haben wir hier? Okay, wieso hat er da... Oh, das hier... Oh, das ist nice. Das ist nice. Gut, ich weiß, ich soll nicht so oft nice sagen. Jetzt ist aber zu spät. Ha, hier sind noch ein paar Holzblöcke drin. So, was haben wir denn? Zum ersten Haus. Zum Spawn. Achso, ja, also hier ist das erste Haus. Wow. Das ist groß. Ein Klotz in der Landschaft. Geil. Oh, was haben wir denn da? Das ist der Leuchtturm. Cool. Der hat oben auch dann diese Golddinger. Lichtsteine. Willkommen, Fremder. Welcome, Stranger. Oh, ist noch für Ausländer. Für Engländer. Kannst du das Video auch noch auf Englisch machen. So, was haben wir denn hier in der Truhe? Aber schick, das Haus. Und das war das erste Haus. Das ist aber dafür ziemlich groß. Oh, da geht's ja noch weiter. Aha, eine Mona Lisa. So, und zack. Alter, die ist groß, die Bibliothek hier. Ah, komm, dann geh. So. Und dann gehen wir hier mal weiter. Alter. Lass mich verarschen, was hast du alles gebaut? Was ist denn das da hinten? Aha. Das hier ist... Ah, das hier ist ein Pferdestall. Kenne ich jetzt erst. Welche Richtung? Deine Entscheidung. Ich kann mich nicht entscheiden. Welche Richtung soll ich gehen? Ich traue mich nicht. Nein, da auch nicht hin. Ich gehe da hin. So. Über diese schöne Brücke drüber. Zack, zack. So. Wo sind wir denn hier? Also ich bin mir sicher, hier werde ich wieder mal wieder zwei Parts brauchen. Ach, jetzt sind wir wieder zurück. Wo sind wir denn hier jetzt? Hä? Bisschen verwirrend, weil das hier also episch groß ist. Das ist geil. Das ist geil. Minen von Moria. Will ich verarschen, du hast doch keine Minen von Moria gebaut. Wo sind die denn hier, oder was? Sprich Freund und tritt ein. Sehr geil. Zack. Ich spreche nicht Freund. Die Minen von Moria. Ja, und ich, Idiot, habe immer noch nicht das Texture-Pack aktualisiert. Geil. Die Minen von Moria. Wo ist denn jetzt die Brücke von, wie heißt sie nochmal? Weiß ich nicht mehr. Du kannst nicht vorbei! Alter! Ah, ne. Hat größer ausgesehen, wie ich gedacht hat. Hat größer ausgesehen, wie es ist. Ich habe gedacht, das wäre jetzt... Oh. Oh ja, doch. Aber ich habe gedacht, wäre viel größer. Wie das hier jetzt. Deswegen habe ich so... Alter. Jetzt wollte ich gerade wieder Alter schreien. Alter, das hier... Alter. Da hat er doch das Ding hier nachgebaut. Ich habe gedacht, das hier wäre das eben schon gewesen. Geil. Tatsächlich die Minen von Moria nachgebaut. Episch.
So, für diese Welt muss ich mir ewig Zeit nehmen. So wie ich das sehe, ist die einfach riesig. Zack. Oh. Ach so, da ist nur der Eingang wahrscheinlich. Da kommen wir nicht raus, oder? Ist irgendwo ein Schalter? Ne, gut, dann gehen wir wieder zurück. Noch weiter. Alter, wie groß hast du die Minen hier bitte gemacht? Aber die Brücke von Krasdum, ne, wie heißt die? Irgendwie so, Krasakdun oder so. Wie heißt nochmal die Brücke? Das ist jetzt episch fail, das müsste man normalerweise wissen. So, okay. Musik an. Damit wären wir also dann auch wieder draußen aus den Minen von Moria Freund und die Tür geht zu. Da war hier noch. Okay, da ist der Leuchtturm. Was ist das? Minen von Moria 2? Nö, das ist einfach nur ein riesiger Raum. Den Leuchtturm, den gucken wir uns nicht von innen an. Ich glaube, der lohnt sich nur von außen so wirklich. Also, was heißt lohnt sich von außen? Ich glaube, der lohnt sich von innen nicht so wirklich, den anzuschauen. Deswegen werden wir das mal nicht machen. Ach, hier hatte ich ja die Entscheidungs... Ne, hier hatte ich die Entscheidung noch nicht. Die kam gleich. Hier, da hatte ich die Entscheidung. Also gehen wir nochmal rechts. Da haben wir nicht alles gesehen. Da haben wir noch nicht alles gesehen. Oder? Da geht's doch noch weiter, ja. Hier hoch. Machen wir. Oh. Oh, was ist das denn? Ist das Achterbahn oder was? Achterbahnzugang. Kronks Wolkenpalast. wie kriege ich das Ding jetzt auf? Ah, so. Alter Falter. Also ich guck kein Kronk mehr. Ich habe da nur sehr wenig geguckt. War dem sein Ding Wolkenpalast wirklich so groß? Nee, oder? Alter Falter. Geil. Und da gibt's auch noch einen netten Fahrstuhl. Geile Sache. So, das hier ist scheinbar der Fernseher. Dann setzen wir uns noch mal eine Runde. Oh, kein Fernseher, ist nur ein Bild. Geht's hier wieder runter oder was? Ne, wo geht's denn hier jetzt wieder runter oder raus? Alter, das Ding hier ist geil. Wahnsinn. Kronks Wolkenpalast. Damit hätte ich jetzt auch gar nicht gerechnet, dass das da steht. Dass da Kronks Wolkenpalast steht. So, huch, da geht's raus. Da geht's wieder raus. Und da geht's noch nach rechts. Da müssen wir auch noch hin. Wahnsinn. Wie soll ich denn bitte das hier alles finden? Auch. Also ich meine, dass ich jetzt nicht irgendwas vergesse von dem ganzen Zeug, das es hier gibt. Es geht ja fast gar nicht. Oder dass ich irgendwas übersehe oder so, keine Ahnung. Aber ich werde mich bemühen. Zur Schatzkammer, das ist doch, da bin ich richtig. Schatzkammer, das ist immer super. Kirche der letzten Zuflucht. Okay. Eine Holzkirche. Was haben wir hier noch? Wo kommt denn die Schatzkammer? Die finde ich super. Schatzkammer ist doch immer... Aha, ich habe sie gefunden. Die Schatzkammer. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen die Schatzkammer des Kronk. Ach stimmt, die kann man ja gar nicht aufmachen. Gut, das ist nicht die Schatzkammer des Kronk, sondern eine andere. Aber egal. Was haben wir denn dann noch?
Aha, hier geht's auch nochmal hoch. Ebenfalls zu einem Haus. Nach einem verheerenden Brand wieder aufgebaut. Geil. Tja, man soll nicht so viel mit Feuer experimentieren. Oder mit Lava, je nachdem. Oh, geil. Geiler Boden. Zack. Auch geiler Boden. So. Was haben wir hier? Ist das... Essensraum wahrscheinlich. Soll das darstellen. Jetzt müssen wir noch ein Bett finden. Ah, da ist ja schon eines. Und das war's. Was ist das denn? Und das war's erstmal wieder mit Let's Show Your World. Ich glaube hier, das werden 10 Parts, diese Welt. Ich bin schon gespannt, wie es hier weitergeht. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.